Hoffen. Ich darf mich erst einmal offiziell bedanken für die Einladung, hier heute einen kleinen Impuls geben zu dürfen. Ich komme aus Frankfurt, wäre ich jetzt noch ungefähr 90 Kilometer weiter Richtung Norden gefahren, wäre ich tatsächlich zu einem Bauernhof gekommen, wo ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht habe, nämlich in Landegge an der Ems, Haaren, Meppen, so die Ecke. Da hat mein Opa einen Bauernhof gehabt und da war ich ganz früh als Kind schon auf Pferden und habe D'Artagnan von den Musketieren nachgeahmt. Mittlerweile in Frankfurt zu Hause und untersuche den gesellschaftlichen Wandel, vor allem im Hinblick auf unsere Esskultur. Und ich mag das Motto dieses Events sehr gerne, denn ich bezeichne mich selbst auch als kritischen Zukunftsoptimisten. Denn egal, wo man hinschaut zurzeit, die Laune kann sehr schnell sehr schlecht werden. Der Weltschmerz ist groß, aber es braucht eben auch die positiven Geschichten, die guten Nachrichten, die Lust machen überhaupt, dass wir morgens aufstehen und etwas unternehmen. Mein Impuls ist ordentlich Metaebene. Also wir fliegen jetzt ein Stück weit hoch, weil im Nachgang gibt es ja PraxisvertreterInnen, die dann schon wirklich zeigen, was man jetzt kurzfristig machen kann, wie man Innovationen vorantreiben kann. Ich zoome ein bisschen raus und gucke aufs große Ganze mit Ihnen. Zukunft ist ja das große Wort, was uns alle interessiert, denn wir wollen wissen, was morgen passiert. Dann sind wir vorbereitet. Und dann werden wir nicht böse überrascht, aber Odo Marquardt, Philosoph werden Sie vielleicht kennen, hat schon mal gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Denn ohne die Herkunft wissen wir gar nicht, dass überhaupt was Zukünftiges da ist. Wenn wir nicht wissen, was gestern war oder heute ist, haben wir gar keinen Plan, dass morgen was anders ist. Und deswegen schauen wir jetzt mal ein Stück weit zurück und sage und schreibe gut 60 Jahre auf eine Illustration vom Arthur Redable. Das war damals ein Zukunftsillustrator, der hat für diverse Zeitungen gemalt und hat so gesehen Zukunftsvisionen von unterschiedlichen WirtschaftsvertreterInnen zu Papier gebracht. Und eine seiner Zeichnungen war diese hier, Closer Than We Think, am 27. September 1958 erschienen, und er schrieb damals schon von den Fat Plants and Meat Beats, quasi den Fettpflanzen und Fleischfeldern. Und er geht dann auch weiter und spricht dann beispielsweise hier unten auch noch von den Ultra-Controlled Greenhouses, also den ultra-kontrollierten Gewächshäusern, und trifft ein Stück weit eigentlich heute in eine Kerbe, die der Food-Trend eigentlich der letzten 2-3 Jahre ist, das ganze Thema Plant-Based, dass wir gerade dabei sind, mitunter tierische Produkte zu imitieren und eigentlich unser Fleisch mittlerweile in Form von Pflanzen großziehen. Er spricht aber eben auch von diesen ultrakontrollierten Gewächshäusern. Und schauen wir in unsere heutigen Gewächshäuser, sehen wir mitunter eben unterschiedliche kleine Helferlein in Form von Robotern, die beispielsweise beim Pflanzenbeschnitt helfen, die beispielsweise bei der Ernte helfen und dabei direkt sogar schon die Erdbeeren nach ihrem Reifegrad sortieren können oder nach der Güteklasse. Oder aber jene, die dann durch die Gänge fahren und mitunter dann alle möglichen Blätter scannen, um zu schauen, ist hier alles in Ordnung. Um dann eventuell dem Landwirt oder der Landwirtin Alarm zu schlagen, sollte es irgendeine Gefahr geben, irgendein Potenzial für sonstige Erkrankungen. Deswegen kommt es dazu, dass heutige Player in der Lebensmittelindustrie das ein Stück weit verinnerlichen und mitunter diese Sachen kombinieren. Veganz arbeitet mit dem Fraunhofer-Institut zusammen und die haben sich überlegt, das ist eine große Marke, die sehr viele Produkte gerade veganisiert, also da kriegen sie alles Mögliche in vegan, aber die fanden das irgendwie ein Stück weit blöd, dass die Rohstoffe dafür, in der Regel Erbsen oder Sojaprotein, immer vom ganz anderen Ende der Erde kommen. Deswegen haben sie gesagt, wir wollen eigentlich die Sachen direkt bei unserer Weiterverarbeitungsindustrie, bei unserer Fabrik anbauen. Deswegen haben die hier jetzt eine neue Technologie entwickelt, die ist auch schon patentiert, wo sie mit dem Fraunhofer-Institut geschaut haben, wie kann man in relativ kurzer Zeit lokal Erbsen herstellen und dann für die Weiterverarbeitung zur Verfügung stellen. Das bringt uns wieder zu dem Begriff Zukunft und das erste Learning, und das wissen wir aus diversen Vergangenheitsbeobachtungen, sie ist per se noch nicht da. Zukunft geschieht im Hier und Jetzt. Und deswegen macht es Sinn, dass wir heute schon eben überlegen, was morgen sein kann und dass wir Wandel selbst aktiv vorantreiben. Und ich glaube, viele von Ihnen, auf jeden Fall die 4 PraxisvertreterInnen, sind da gerade schon dabei, Zukunft zu gestalten. Und das ist etwas sehr Erfüllendes, etwas sehr Schönes, gerade in Zeiten von Dauerkrisen und ewigem Stress und Bad News. Zukunft ist somit immer Wandel der Gegenwart. Und dieser Gegenwartswandel, gerade beim Thema Ernährung, ist immer eine Art und Weise, wie wir auf gegenwärtige Herausforderungen in unserem Essalltag reagieren wollen. Das heißt, all jene, die irgendwie versuchen, gerade Zukunft zu machen, wollen einfach nur bessere Antworten geben auf die Art und Weise, wie wir Lebensmittel herstellen, wie wir sie konsumieren, wo wir sie konsumieren, wie wir sie verpacken.
können Dinge gesünder, konvenienter, nachhaltiger, vernetzter, wie auch immer gestalten. Und deswegen laufen Menschen los und ändern den Status quo. Das Schöne nun, das ist das Schöne an unserer Branche, gesellschaftlicher Wandel im Gesamten, im Allgemeinen, spiegelt sich sehr gerne und sehr häufig zuerst auf unseren Tellern und in unseren Gläsern oder in unseren Flaschen wieder, weil die Ernährungsindustrie mitunter sehr schnell sich wandeln kann, sehr schnell dreht und sehr schnell sehr viele Innovationen auf die Märkte kommen. Natürlich haben wir diese klassischen Konsolidierungsmechanismen. Es gibt auch viel Müll, mit Verlaub gesagt. Wir haben mehr Antworten, mehr Innovationen auf die Probleme, die wir haben. Aber das liegt in der Natur der Sache, denn jeder ist davon überzeugt, irgendwie das nächste große Ding zu machen. Aber das macht es natürlich spaßig für all jene, die in der Ernährungsbranche tätig sind, weil sie mitunter Dinge auch shapen können, verändern können, die später vielleicht andere Lebensbereiche betreffen. Wie wir kommunizieren, wie wir wohnen, wie wir mobil sind. Und das finde ich eigentlich in der Regel extrem spannend. Aber wenn wir von Gegenwartswandel, von gesellschaftlichem Wandel sprechen, müssen wir, wie gesagt, auf das große Ganze schauen. Müssen wir erstmal rauszoomen. Und unser Hirn, unser menschliches Gehirn ist relativ clever und relativ gut in dem, was es kann und in dem, was es tut. Es braucht wenige Pixel, damit all Sie jetzt direkt schon wissen, was hier abgebildet ist. Und ich hoffe, ich trigger hier jetzt nicht irgendwelche Hunger und am Ende knurrende Mägen. Aber klar, hier ist ein Stück Pizza abgebildet. Das machen wir prinzipiell auch beim Zukunftsinstitut mit dem gesamtgesellschaftlichen Wandel. Denn wir sind so frech und packen den einfach in eine U-Bahn-Karte. Das kann jetzt in dem Moment erstmal ein Stück überfordern. Keine Sorge, Sie können sich gerne im Nachgang an mich wenden. Das ist auch online verfügbar. Wenn Sie mal einen halben Tag spielen wollen mit der Zukunft und schauen wollen, was für uns vielleicht für Sie und Ihren Betrieb relevant ist. Die U-Bahn-Linien, das sind die Megatrends. Das sind so gesehen die grundlegenden Wandlungserscheinungen in unserer Gesellschaft. Das kann beispielsweise die Globalisierung sein. Kann man sagen, das sind Dauerbrenner, kennen wir seit der Seidenstraße. Gerade aber im Zuge von globalen Krisen oder Pandemien merken wir, wie wir auch Globalisierung immer wieder neu denken und neu definieren. Wir haben mitunter Tendenzen, die gehen ein Stück weit zurück, die gehen in die Regionen. Wir erleben so gesehen eine Re-Regionalisierung. Das beispielsweise auch im Anbau von unterschiedlichen Produkten oder Lebensmitteln. Ein Beispiel wäre jetzt hier der Biohof Mühl aus Niederösterreich. Da baut der Johannes Mühl auf 90 Hektar neben Reis eben auch Sojabohnen in regenerativer Landwirtschaft an. Weil, haben wir auch gemerkt während Corona, wenn Vietnam sagt, sie stoppen den Reisexport, haben mittlerweile 70% des Marktes, dann fragt man sich schnell, wo kriegen wir denn jetzt die Rohstoffe her? Das heißt, hier Resilienzbemühungen, so gesehen auch exotische Produkte wieder zurück in die Region zu holen. Da ist der Klimawandel mitunter dran schuld, dass wir das können, aber vor allem auch Technologie. Der Megatrend der Individualisierung, der damit anfing, dass wir unsere Namen auf Cola-Dosen oder Flaschen gedruckt haben. Mittlerweile sprechen wir von einer Hyperpersonalisierung, das dazu führt, dass wir mittlerweile Konzeptrestaurants haben, wie beispielsweise die Sushi Singularity in Tokio, wo wir beim Reservieren unseres Tisches eine DNA-Probe abgeben, Abstrich, kennen wir mittlerweile auch aus Corona, schicken das ein und wenn wir dann unseren Tisch haben, abends kriegen wir ein auf unser Genom, auf unsere DNA produziertes Sushi aus dem 3D-Drucker in dem Laden selbst. Es wird alles auf die Spitze getrieben. Das ist de facto ein Zukunftsthema. Da kann man sich fragen, wie individuell darf die Ernährung oder Ernährung soll die denn sein? Ein anderer Megatrend, der Megatrend der Urbanisierung. In Deutschland wissen wir, 80% der Menschen leben bereits in Städten. Global ist das extrem noch im Wachsen. Hier spiegelt sich eigentlich das wirtschaftliche Leben ab und hier kommen natürlich in der Regel auch die Innovationen her. Aber dann, deswegen gibt es dann auch mitunter solche Erlebnisse oder Ereignisse. Das Thema Urban Farming, dass die Landwirtschaft immer häufiger eine Stadtwirtschaft wird, ist auch natürlich, denn Konsumentinnen wollen wieder nah an ihren Lebensmitteln dran sein. Wir wollen die Distanz möglichst verringern. Aber wenn man dann beispielsweise ein Restaurant in den Alpen hat, wo Landwirtschaft mitunter schwierig ist, wie Louis Gans beispielsweise, stellt man sich eben einen Vertical Farming Cube mitten in den Gastraum und zieht da Microgreens und Salate direkt vor den Gästen. Und die können sich dann quasi dann innerhalb von einer Stunde aussuchen, was sie essen wollen und haben ihrem Essen sogar noch beim Wachsen zugesehen. Anderes Thema natürlich der Megatrend Nachhaltigkeit, Neoökologie, das Thema Dekarbonisierung, wie wir erneuerbare Energien in unsere Produktionsprozesse integrieren können, aber vor allem, wie wir auch hier regenerieren können, wie wir CO2 aus der Atmosphäre rausholen können. Und ein absolutes Vorzeigestartup, was extrem viel in Medien unterwegs ist, ist Solarfoods aus Finnland. Die haben ein Protein entwickelt, das nennt sich Solein und das ist am Ende des Tages nichts anderes, dass man Mikroben
mit Kohlendioxid füttert. Die kriegen auch noch Wasser und Ökostrom dazu. Aber am Ende kriegt man ein gelbes Pulver, das besteht zu 70% aus Eiweiß und zu 30% aus Mineralstoffen und kann dann in die weiterverarbeitende Industrie gegeben werden in Form von Riegeln, Pasta, Pizzateig, was auch immer. Und hat dann hier quasi CO2 aus der Atmosphäre gezogen. Deswegen schreiben auch große führende Zeitungen wie die New York Times regelmäßig: Calling yourself a climatarian is so 2022, the new term is regenerable. Also es geht nicht mehr nur um Klimatarismus oder möglichst umweltverträglich sich ernähren, sondern mit seinem Konsum etwas Gutes tun für die Umwelt. Beispielsweise, weil man sich von CO2 ernährt, der dann später Protein geworden ist. Wir machen weiter mit dem Megatrend der Konnektivität, die Vernetzung, Digitalisierung. Absoluter Megatrend, auch seit 5 bis 10 Jahren. Alles wird jetzt disruptiert mit Technologie. Bietet aber auch Chancen, gerade beispielsweise in Momenten, wo man eben nicht nah an der Quelle sein kann. De facto beispielsweise der Landwirtschaft. Die Jenny Dorsey in den USA hat es gemacht. Die hat ihren Gästen dann einfach Virtual Reality Brillen aufgesetzt und die konnten dann vor jedem Gang etwas über die Rohstoffe des Menüs erfahren. Wo kamen die Grundstoffe her? Wie wurden sie dann weiterverarbeitet? Und so ein Stück weit hinter die Fassade, hinter den Teller schauen. Oder aber der Megatrend Sicherheit, gerade zur Zeit extrem relevant, das Thema Transparenz, was ja auch etwas ist, was in der Branche immer häufiger diskutiert wird. Mittlerweile Blockchain-Technologie beispielsweise dabei hilft, dass wir Wertschöpfungsketten gläsern machen können, dass wir wirklich nachvollziehen können, wo der Rohstoff herkommt, wo er letztlich durchgefahren oder weiterverarbeitet wurde bis hin zum Endprodukt und haben die volle Informationshoheit als Konsument oder Konsumentin. Das ist jetzt nochmal exemplarisch Auszüge aus dieser Megatrend-Map. Wie gesagt, es gibt 12 an der Zahl, das ist der allgemeine gesellschaftliche Wandel in all seiner Komplexität und Umfassenheit, der gerade dabei ist, unter anderem auch unsere Ernährung zu verändern. Und all diese Megatrends, manche mehr, manche weniger, haben natürlich eine Relevanz für die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, vor allem aber auch natürlich, was wir letztlich wie und wo essen. Und es soll jetzt ja heute um die Lebensmittelproduktion der Zukunft gehen und ich hatte es angesprochen, ich zoome hier jetzt ein bisschen raus, deswegen es geht jetzt um Zukunftsmusik, das sind Sachen, die sind in weiter Ferne und Skepsis wurde eben auch schon angesprochen, das ist auch eine Tugend, man muss jetzt auch nicht alles cool finden, was man hört, ich bin erstmal nur Beobachter, das ist alles wertfrei und meinungsfrei, aber die Sachen passieren und da kann man sich die Frage stellen, was für eine Relevanz hat es für mich und mein Business. Müsste ich die Megatrends jetzt runterbrechen auf die relevantesten, wären es auf jeden Fall diese 4. Das heißt, die Themen Gesundheit, Nachhaltigkeit, Vernetzung, aber eben auch Individualisierung. Etwas, was wir in unserem westlichen Kulturkreis gerade dabei sind, auf die Spitze zu treiben. Weil am Ende, das ist auch keine News für Sie, Ernährung ist nicht umsonst eine Ersatzreligion und Foodfestivals sind nicht cooler geworden als Musikfestivals, einfach weil es zur Alltagskultur dazugehört. Und immer häufiger auch von jungen Menschen nachgefragt wird, hier bestmöglich informiert zu sein. Nun gibt es aber eine Krux, denn der Megatrend Individualisierung führt zwar auf der einen Seite dazu, dass wir mittlerweile Supermärkte haben, die nur strotzen von Produkten und im Schnitt mittlerweile 15.000 in jedem Supermarkt zu finden sind. Das ist ein extremer Sprung, denn 2009 lag dieser Wert ungefähr bei 10.000, unter 10.000. Das heißt, wir haben einen extremen Zugewinn an Vielfalt, wo wir aber auch wissen, das macht uns zunehmend krank, weil wir Konsumenten im Supermarkt stehen und komplett überfordert sind, welcher Joghurt oder welche Milch denn jetzt für uns die richtige ist. Diese Individualisierung oder diese Vielfalt gaukelt aber etwas vor, was eben nicht der Realität entspricht, denn die Ausgangsprodukte sind eben gar nicht so vielseitig, wie wir es vielleicht gerne hätten. Es gibt weltweit 380.000 identifizierte Pflanzenarten. Prinzipiell sind 30.000 davon für die menschliche Ernährung nutzbar. 200 sind aber lediglich nur relevant, wenn wir jetzt in einem globalen Maßstab denken. Und 4 davon machen die Hälfte der jetzigen Erntemenge in einem globalen Maßstab aus. Das heißt eigentlich, die Vielseitigkeit des Supermarkts ist am Ende des Tages nur ein Baukastensystem aus einer sehr überschaubaren Menge an Grundzutaten. Die 4 kennen Sie natürlich alle, das ist Mais, das ist Reis, das ist Weizen und das sind die Kartoffeln. Jetzt gibt es hier ein Murmeln, hätten Sie gewusst oder vermissen Sie was? Würde man hierzu
jetzt noch Zuckerrohr, Sojabohnen, Maniok, Zuckerrübe und Olpernfrüchte dazu nehmen, kommt man auf insgesamt 2/3 der globalen Erntemenge. Und wenn man hier jetzt noch 5 Tierarten dazu nehmen würde, Rinder, Hühner, Ziegen, Schweine und Schafe, kommt man auf 75% der weltweit konsumierten Lebensmittel. Das heißt, wir sind eigentlich extrem gut darin gewesen, in den letzten Jahren dieses System sehr effizient zu machen und haben quasi hohe Erträge generieren können, aber Sie wissen das genauso wie ich, das hat uns hier und da jetzt leider in ökologische Sackgassen geführt. Es soll aber eben nicht um Verzicht gehen, sondern es soll um Bereicherung gehen. Und eigentlich sind es Good News, dass wir noch so viele mitunter eben vergessene Sorten haben, die uns in Zukunft vielleicht häufiger mal über den Weg laufen können. Sprechen wir jetzt von Zukunft, kann man sich es einfach machen, entweder man googelt, und das ist fast schon oldschool, einfach, was sind denn jetzt die Food-Trends 2023? Man könnte auch ChatGPT fragen, der würde in der Regel eine einfache und schon mal vorgekaute Antwort geben. Aber was glauben Sie, wenn ich jetzt bei Google auf Enter drücke, was sind denn die Food-Trends 2023? Traut sich jemand eine Prognose zu? Vegan. Bitte? Vegan. Vegan? Ja? Mehr? Andere Ideen? Es gibt Freibier. Richtige Antworten bedeuten Freibier. Falsche Antworten, Bierverbot. Nein, wenn wir googeln würden, würde ganz oben Yuzu erscheinen, Ashwagandha und daneben Irisch Moos. Wer hat von Ihnen schon mal eine der drei Dinge konsumiert? Keiner? Nichts? Ah, eine Person. Was gab es bei dir? Yuzu. Ist eigentlich so gesehen die viel Vitamin C reichere Schwester von der Zitrone, also nicht umsonst auch Superfood genannt. Ashwagandha ist etwas, das nennt man hier Schlafbeere oder Winterkirsche, ist aus der traditionellen indischen Kochkunst auch ein sehr heilsames Lebensmittel. Und Moos natürlich als sehr schnell wachsender Organismus auch mit Mineralstoffprofil von erster Güteklasse. Das wird bei Google als Foodtrends angezeigt. Das sind aber am Ende des Tages Folgen des Megatrends Gesundheit. Das liegt auf der Hand. Wir wollen uns mit dem Konsum dieser Lebensmittel selbst optimieren. Wir wollen gesünder leben. Und deswegen greifen wir eben mitunter zu Ashwagandha oder Irisch Moos zurück. Ganz wichtig aber, das sind Sachen, die lesen Sie in der Regel in Lifestyle-Magazinen. Das sind Mikrotrends. Da kommen wir jetzt hier zu einer Trendmethodik, die lässt uns unterscheiden im Hinblick auf die Schnelligkeit von Wandlungserscheinungen und auch die Langfristigkeit oder Nachhaltigkeit. Mikrotrends, das sind Produkttrends, das sind in der Regel Sachen, die lesen Sie in Magazinen, die sind diesen Sommer heiß, nächsten Sommer schon wieder vergessen. Deshalb grundlegend zu unterscheiden von Foodtrends, die mitunter eben Wirtschaftsbereiche, aber auf jeden Fall Zeitgeistmärkte umkrempeln und gänzlich wandeln. Es gibt mitunter Mikrotrends, die sind eben nicht relevant für jeden und jeden Player auf dem Markt. Am Ende sind aber alle Foodtrends, auch Technologietrends, immer getriebene von den Megatrends. Und wenn wir über Megatrends sprechen, sprechen wir über gesellschaftliche, menschliche Bedürfnisse. Und das hat natürlich eine Relevanz auch für die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren. Nicht nur dafür, was wir essen, sondern auch, wie sie hergestellt werden, weil am Ende des Tages auch Sie, all jene, die am Anfang der Wertschöpfungskette tätig sind, für den Konsument oder die Konsumentin mitunter arbeiten. Bei dem Thema Gesundheit gibt es jetzt aber auch eine schöne Entwicklung und die passt auch zu dem Vorhergesagten. Wir erleben eine Evolution dessen, was wir unter Gesundheit verstehen. Das Ganze zeigt sich wie folgt, im Hinblick darauf, was wir gegessen haben. Am Anfang ging es uns darum, mehr Ballaststoff zu uns zu nehmen. Das heißt, wir haben in der Regel dann auch auf Fett und Zucker verzichtet, weil wir gemerkt haben, gerade Zivilisationskrankheiten, Adipositas, Diabetes, all das, wo Menschen gerade drunter kranken, hat hiermit zu tun. Ging dann irgendwann darum, dass wir gemerkt haben, die Sachen sind extrem verarbeitet. Wir wollen wieder mehr unverarbeitete Dinge essen. Das heißt, mehr Obst und Gemüse, mehr Sachen, wo man die Zutatenlisten auch verstehen und aussprechen kann. Gerade sind wir an einem spannenden Punkt, denn dieser Ich-Bezug, das heißt, ich will mich gesund ernähren, kippt jetzt ein Stück weit in ein kollektives Wir-Verständnis. Das heißt, wir wollen mit unserem Konsum dem Planeten, unserer Umwelt, uns als Gesellschaft etwas Gutes tun. Und deswegen reden wir über Themen wie beispielsweise Tierschutz und gucken darauf, dass wir hier und da vielleicht mal auf Fleisch verzichten oder das substituieren können mit diversen Ersatzprodukten. Oder aber, was ich natürlich jetzt auch versuche mit meinem Bier, beispielsweise das Thema CO2 oder Lebensmittelverschwendung auch als Potenzial zu begreifen,
Denn man kann mitunter eben aus Dingen, die schlecht sind, auch was Gutes machen, wenn das System per se intelligenter arbeiten würde. Und natürlich geht es uns am Ende des Tages immer um die Wertschätzung von Lebensmitteln. Das ist mitunter in einem System, wo Lebensmittel so gut wie gar nichts mehr wert sind, extrem schwierig. Aber es gibt Bewusstsein in der Gesellschaft. Das ist so gesehen dann der Anknüpfungspunkt für Aktivwerden. Eine Sache, die auch beim Thema Zukunft oder auf morgen schauen häufig überfordert, ist die Tatsache, dass Dinge nicht zueinander passen, dass sie paradox sind, dass sie widersprüchlich sind. Und da ist der Mensch ein Paradebeispiel für, wir wollen das, aber machen das. Und das kann überfordern. Gerade heute Morgen, als ich in Frankfurt in den Zug gestiegen bin, sehe ich diese zwei Magazine direkt nebeneinander liegen. Ja, was jetzt? Können wir uns mal entscheiden? Übrigens, es ist das Letzte. Beef wird eingestellt. Das ist die letzte Ausgabe. Ich habe vor 3 Wochen auch beim Verlag, beim Kuhn+Jahr-Verlag, durfte ich vorsprechen, ein bisschen auch hinter die Fassade schauen dürfen. Die stellen das jetzt sofort ein, weil es mitunter einfach gerade nicht mehr ankommt und die kritische Masse erreicht. Mitunter vielleicht auch die Nachrichten, die man da dann die ganze Zeit besprochen hat, zieht vielleicht in einer doch komplexer gewordenen Welt nicht mehr so gut. Aber man kann sich jetzt hier fragen, wirklich, was passiert denn eigentlich? Werden wir jetzt alle VeganerInnen? Oder kommt nach einer Zeit, vielleicht einem Jahr Durststrecke, kommt ein neues Beef-Magazin und dann räumen wir nochmal richtig mit alten oder vergessenen Rassen auf. Was spannend ist, wo gesellschaftlich sich wandelt, ist in der Mitte. Das Thema Flexitarismus, TeilzeitveganerInnen oder generell Fleischreduktion, das ist nichts Neues, das kennen wir seit 10 Jahren. Aber es ist immer noch nicht am Peak angelangt. Mittlerweile, neueste Befragungen sagen uns, 2/3 der deutschen Haushalte verzichten zumindest teilweise auf tierische Lebensmittel. Das ist die größte Datenbank, Best for Planning. Und dieser Wert ist im Steigen begriffen. Das heißt, immer mehr Menschen ordnen sich diesem Flexitarismus zu. Und deswegen ist es auch so, dass er immer noch auf großen Metastudien oder Analysen unserer Ernährung der Zukunft in den Titeln steht, obwohl das Phänomen eigentlich ein altes ist. Aber er wandelt immer noch gesellschaftlichen Mainstream. Anderer Widerspruch, Globalisierung unserer Ernährung. Die Tatsache, dass wir mitunter extrem vielseitige Produkte aus dem Ausland in unseren Supermärkten haben, hat uns irgendwann so überfordert, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt was Lokales, wir wollen was Regionales. Und deshalb gab es diesen Flex hin in die Region. Die Standardisierung unserer Ernährung, die Tatsache, dass wir überall auf dem Planeten den gleichen Burger essen können, der überall gleich schmeckt, hat irgendwann dazu geführt, dass Leute gesagt haben in Rom, wir gehen jetzt auf die Barrikaden, wir haben sowas wie Tradition, wir haben sowas wie Esskultur, wir haben sowas wie Handwerk, das überall unterschiedlich ist. Und das macht es spannend, weil Diversität lässt uns eben einfach über den Tellerrand schauen und einfach Spaß am Thema Essen haben und deswegen die Slow-Food-Bewegung entstanden ist. Convenience, dass wir eigentlich gar nichts mehr machen müssen und uns relativ simpel ernähren können, hat dazu geführt, dass die Leute überfordert sind mit dem, was draufsteht oder mit dem, was drin ist, und gesagt haben, sie machen die Sachen jetzt wieder selbst und sind dann in die urbanen Gärten gegangen und haben beispielsweise selbst Zucchini oder Tomaten angebaut, weil man eigentlich gar nicht mehr vertrauen konnte auf das, was man im Supermarkt bekommt, woher das kommt und was da wirklich drin ist. Oder aber die Tatsache, dass jetzt auch in unseren Restaurants immer häufiger Roboter Einzug finden und eigentlich alles sehr automatisch und automatisiert abläuft und es braucht eigentlich gar keinen Koch mehr, sondern nur noch einen Manager, der irgendwie kurz vorm Teller schickt und nochmal draufschaut, führt dazu, dass mitunter auch vor allem die Sterneküche sagt, hier gibt es gar keine Technologie mehr, wir kochen und backen jetzt nur noch mit Feuer. Und da ist nichts sonst, kein Thermomix und kein gar nichts. Und quasi dann auch hier wieder so eine Art Widerspruch ist zwischen Hightech und dem zurück zum Archaischen, zu dem Grundurtümlichen. Oder aber, das gibt es in Frankfurt, glaube ich, mehr als in Münster, dass sie mittlerweile Restaurants haben, die sind so schrill und bunt, die schreien förmlich nach Instagram. Also man sollte eigentlich nur hingehen, um ein Foto zu machen und es ins Internet zu stellen. Bei anderen mittlerweile am Eingang gesagt wird, jetzt bitte das Handy in eine Box, wir verschließen das und nach dem Essen bekommt ihr es wieder, weil ihr konzentriert euch bitte gefälligst auf das Essen und nicht auf euer Handy. Das sind diese Paradoxien, das sind diese Widersprüche, die es mitunter schwierig machen, zu verstehen, wohin geht die Gesellschaft denn jetzt als Ganzes. Und das ist etwas, was wir in der Trendforschung eben Trend und Gegentrend nennen. Aber da, wo die sich reiben, da vollzieht sich eine Störung am System und das ist in der Regel das, wo der gesellschaftliche Mainstream hingeht. Siehe Flexitarismus. Wir müssen nicht immer in Extremen denken. Wir müssen auch nicht immer glauben, dass die Wahrheit in einem Extrem liegt. Das tut sie in der Regel nämlich nie. Spannend ist, wie diese zwei sich moderieren, wie diese zwei zu einer Zukunftssynthese kommen.
Und das ist das, wie die Gesellschaft sich dann immer wieder auch neu entwickelt. Dieses zugleich von sehr widersprüchlichen Kulturen, ich habe es gesagt, sehen wir eben auch in unserer Esskultur, in den Bedürfnissen, Strukturen von Menschen. Und der Psychologe Thomas Ebenfeld, der spricht eben sehr häufig über diese Inkonsistenzen und redet da von einem Maximierungsdrang, der einer Rückbesinnungskultur gegenübersteht. Das heißt, Maximierung bedeutet, wir wollen uns immer weiter individualisieren. Wir wollen so gesehen immer am Puls der Zeit sein. Wir wollen immer den neuen Scheiß als erstes ausprobieren. Rückbesinnung heißt, ich will eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben. Diese ganzen Trends und Hypes, die sind mir viel zu viel. Ich will lieber etwas konsumieren, was ich schon kenne, aber das mit Wollust, mit Spaß, mit Freude. Und ich brauche gar nicht immer irgendwie ganz vorne dabei zu sein und bei jedem Zukunftskram mitzumachen. Das ist etwas, was wir mitunter eben auch dann auf dem Markt sehen, wo man diese Extreme ein Stück weit in neue Konzepte ummünzt. Es gibt das Phänomen, und das ist auch in sich ein Widerspruch, Local Exotics. Wie kann etwas exotisch sein, wenn es lokal ist? Das merken wir beispielsweise auch bei Restaurantkonzepten. Das Salt and Silver, mehrfach ausgezeichnet in Hamburg. Die sind bekannt für ihren eigentlich, sage ich mal, Regionalisierungsansatz. Denn die haben die Hamburger Gastroszene ursprünglich mit einer Levante-Küche verzaubert. Die waren viel surfen und haben dann Rezepte immer aus dem Ausland mitgebracht. Aber das hat dazu geführt, dass sie natürlich dann auch die Zutaten am liebsten gerne dann auch direkt vor den Toren Hamburgs herbekommen. Das heißt, sie haben ursprünglich gestartet mit einer Biokiste, wo sie saisonales Gemüse, Wildsalate und Kräuter direkt so gesehen von den Toren Hamburgs bekommen haben, haben aber auch endemische Chilisorten dann auf diesen Höfen vor Hamburg anbauen lassen, mitunter auch Mais und Reis, und haben das dann in ihre Rezepte aufgenommen und haben eben nicht die Grundzutaten irgendwie vom anderen Ende der Erde einfliegen lassen. Anderer Widerspruch ist das Thema, da kommt's, Fast Good. Also wie Fast Food sich versucht, ein Stück weit auch ein bisschen zu premiumisieren. Also dass Restaurants, McDonald's spricht von Restaurants eben und nicht mehr von Fast Food Kette, ein Stück weit jetzt auch aufgewertet werden. Peter Pane, die erste systemgastronomische Kette, die jetzt auch hier Vertical Farming Ansätze im Restaurant direkt hat. Und beispielsweise Microgreens und Salate für ihre Burger direkt in den Läden anbaut und erntet. Und ein Stück weit Fast Food fast gut werden lässt. Das heißt, dass Fast Food aufgewertet wird durch eben die Tatsache, dass man Rohstoffe jetzt direkt auch im Gastraum selbst hochzieht. Nur damit Sie es gesehen haben, ich werde es nachher nicht abfragen beim Bier, das sind prinzipiell alle Food-Trends, die wir momentan beobachten können. Das sind extrem viele und das ist auch hier wieder ein Stück weit überfordernd. Deswegen kann man die beispielsweise clustern nach Schwerpunktthemen. Und da ist es eben so, dass wir Food-Trends haben, die unseren Alltag konvenienter gestalten sollen. Dass wir Food-Trends natürlich haben, die das Thema Nachhaltigkeit im Hintergrund haben, weil wir merken, wir wollen die Art und Weise ändern, nachhaltiger wirtschaften. Oder aber das Thema Gesundheit. Auch das im Nachgang werde ich Ihnen nochmal zeigen und ich würde jetzt gerne abschließen mit einer sehr schönen Kunstillustration, wo wir das Thema Produktion auch ein Stück weit zu Papier gebracht bekommen, in Arthur Redable-Manier, wie anfangs von dem Zukunftsillustrator. Nur nehme ich da jetzt keine Pastelltöne, sondern ich nehme ein sehr bekanntes Bild, ein romantisches Bild, was wir, glaube ich, alle kennen, aber viel wichtiger ist das, was auf dem Teller ist, denn es geht um dieses Fleischbällchen, und das nicht umsonst, denn Fleischbällchen sind, weiß nicht, ob Sie es wussten, aber global, erdumgreifend, esskulturell verankert, eigentlich in jeder Esskultur, gibt es nämlich in unterschiedlichsten Ausführungen, von den italo-amerikanischen Meatballs, wir haben natürlich Köttbullar im schwedischen Raum, wir haben unsere Frikadellen, aber wir haben auch Köfte beispielsweise im asiatischen Raum. Das heißt, jeder kennt eigentlich Fleischbällchen und jeder mag sie, ob da jetzt Fleisch drin ist oder Soja, ist jetzt mal egal. Aber wir nehmen uns eben dieses Fleischbällchen und schauen auf unterschiedliche Zukünfte. Und das aus dem Grund, weil ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Denn eine Agentur aus Kopenhagen hat eben dieses Fleischbällchen genommen und hat daraus unterschiedliche Zukunftsvisionen geformt. So gibt es beispielsweise den Wonderful Waste Ball und damit die Tatsache, dass wir gerade immer häufiger dabei sind, Nebenströme auch aus der Lebensmittelindustrie aufzufangen und wieder zurück in den Kreislauf zu holen.
daraus neue Produkte zu machen. Nicht nur ich jetzt beispielsweise mit meinem Bier. Wir wissen, dass auch das Thema Insektenzucht gerade auch natürlich für die Landwirtschaft und die Tierhaltung extrem spannend sein kann, weil für die menschliche Ernährung ist es vielleicht gerade bei uns noch ein Stück zu früh, aber wir können mit Insekten Lebensmittelreste oder Nebenströme doch noch irgendwie zu Tierfutter werden lassen. Deswegen natürlich Crispy Bug Bowl. 2 Milliarden Menschen auf der Erde essen Insekten. Wer von Ihnen hat schon mal Insekten probiert? Also bewusst, jetzt nicht beim Fahrradfahren, sondern schon so im Essen. Okay, ein paar. Und wem hat es richtig gut geschmeckt und wer würde darauf nicht verzichten wollen? Was gab es bei Ihnen? Okay. Ich glaube, ich würde ihm auch noch ein paar Jahre geben. Es gibt ja so eine Art Neophobie, was wir nicht kennen, essen wir nicht. Aber wir können jetzt auch über Sushi reden und in den 70er Jahren hätte jeder von Ihnen gesagt, ich esse doch keinen rohen Fisch. Gucken wir uns heute an, kam dann doch irgendwann. Also vielleicht irgendwie 2040 oder so reden wir nochmal über Insekten auch bei uns auf den Tellern. Es gibt natürlich auch den Urban Farmers Ball, ich habe es angesprochen. Die Landwirtschaft wird immer häufiger zur Stadtwirtschaft, gerade weil wir wissen, Großteil der Menschen lebt in Städten und hätte gerne Lebensmittel direkt von vor der Haustür. Natürlich aber auch die Tatsache, dass vielleicht Landwirtschaft dadurch auch immer häufiger zu einer Art Wasserwirtschaft wird, weil viele Städte, wissen wir, an Küsten oder an Flüssen liegen und deswegen mitunter in Amsterdam schon Boote rumschwimmen, wo Kühe drauf sind oder wir vor der italienischen Küste beispielsweise dann auch Lebensmittel unter Wasser schon anbauen, beispielsweise Salat oder Basilikum. Gerade wenn wir wissen, unsere Böden sind in Zukunft immer häufiger unter Stress, immer weniger vorhanden, aber wir haben 70%, Tendenz steigend, unseres Planeten mit Wasser bedeckt. Also vielleicht können wir in Zukunft die Gewächshäuser einfach unter Wasser packen. Kein Vortrag über die Zukunft der Ernährung ohne das Thema zelluläre Landwirtschaft. Die Tatsache, dass wir mittlerweile mit In-vitro, aber auch Präzisionsfermentation Technologien haben, die gerade extrem viel Geld anziehen und in Zukunft uns tierische Produkte essen lassen, ohne dass wir dafür Tiere umbringen müssen oder überhaupt, dass ein Tier involviert ist. Stichwort Präzisionsfermentation. Weil wir da jetzt mit einer Genschere beispielsweise Mikroorganismen, Hefen oder Pilze kodieren können und die stellen uns dann einfach die Sachen her, die wir brauchen, beispielsweise ein Milchprotein. Und da es auch schon heute möglich ist, habe es auch vor einem Monat in Berlin probiert. Konsistenz ist eine andere Sache, aber unter dem Mikroskop ist das dann Käse, aber es war nie irgendwie eine Kuh oder echte Milch involviert. The Mighty Powder Ball, die Tatsache, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, die haben eigentlich gar keinen Bock auf Essen und die wollen einfach nur irgendwie, was dem Körper gut tut und was sie brauchen, die essentiellen Nährstoffe. Und deswegen haben wir Ready-to-Eat-Mahlzeiten oder Mahlzeiten-Drinks. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nicht mehr essen, wir können einfach nur noch was trinken und kommen damit trotzdem durch den Tag. Falls uns das irgendwann zu langweilig wird, können wir es durch einen 3D-Drucker jagen, machen unterschiedliche Farben oder Formen drauf und da ist zumindest da ein bisschen Abwechslung dabei. Oder aber natürlich auch der Lean Green Algae Ball. Das heißt, das Thema Algen. Bei uns sowohl als Makro- als auch als Mikroalge immer häufiger irgendwie auf dem Speiseplan, ist der am schnellsten wachsende Organismus auf der Erde. Und das Ernährungsprofil physiologisch auch extrem gut von Algen. Das wissen die wenigsten. Und deswegen wird es als so Superfood gehypt. Und auch hier natürlich die Frage, wie wir vielleicht in Zukunft doch häufiger auch bei uns Algen abseits des Sushis konsumieren. Das sind die Bälle der Zukunft. Da kann man sich jetzt direkt die Frage stellen, jetzt haben wir hier 8 auf der Tafel. Was ist denn jetzt bitte die Zukunft unserer Ernährung und der Lebensmittelproduktion? Und man könnte es auch hier einfacher machen für unser Hirn. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal einen Punkt, der ist hier und wir können sagen, entweder wir gehen jetzt zurück und gehen in eine Welt, wo wir als Familie zusammen am Tisch sitzen und im Idealfall die Lebensmittel essen, die wir selbst hergestellt haben, relativ unverarbeitet weitergekocht haben. Oder wir gehen in die Zukunft, wo wir am Ende des Tages alle so eine Art Haferbrei-ähnlichen Drink trinken, der alles hat und wir müssen uns gar nicht mehr ums Essen kümmern. Wir können das auch ummachen in Produktion. Quasi, wir gehen zurück in ein schönes, romantisches Bild von der Landwirtschaft. Im Idealfall urnatürlich, wenig Technologie, nah dran an dem Acker, nah dran am Boden und den Produkten. Oder in Zukunft etwas, wo wir auf Roboter vertrauen und eigentlich brauchen wir gar keine Ackerfläche mehr, weil sowieso alles in Bioreaktoren gemacht wird. Das macht es jetzt wieder einfach für Erzählungen, für Magazine, für Artikel und ein Stück weit für unser Hirn. Aber es entspricht eben nicht der Realität. Denn Zukunft ist nie ein Entweder-Oder, sondern immer ein Sowohl-als-Auch. Und deswegen ist es auch hier so, dass diese 8 Bälle,
Das ist jetzt Zukunftskram. Und es kommen jetzt gleich noch andere Zukünfte, die genauso relevant sind. Müsste man erweitern und müsste man noch erweitern, weil all diese Sachen gerade passieren. Wir können aber schwer vorhersagen, was vielleicht gerade mal dann in 10 Jahren Mainstream wird und grundlegend verändert, wie wir uns ernähren und wie wir Lebensmittel herstellen. Wir wissen aber, dass diese Sachen gerade passieren. Und deswegen ist es immer wichtig, auch auf so Events einfach neugierig zu sein und zu schauen, wirklich was passiert und was könnte relevant sein für mich, für meinen Markt, für meinen Betrieb oder den Lebensbereich, den ich bediene. Und damit blase ich ins gleiche Horn wie du und komme jetzt zum Ende. Der Matthias Hawkes hat mal relativ schön gesagt, manche Krisen, das wissen wir aus unserem persönlichen Leben, wirken wie eine Schocktherapie, in der Heilsames entsteht. Und das kann ich Ihnen auch nur mitgeben, ich selbst jetzt als Selbstständiger, als Gründer, im Biermarkt, wie blöd war ich, ein Bier-Startup zu gründen. Das ist mitunter die räudigste Kategorie, die man sich vorstellen kann, weil hier ist 200 Jahre nichts passiert. Wenn man da mit Wandel kommen will, ist halt schwierig. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß und mitunter brauchen wir eben diese Krisenmomente, um dann doch was Besseres entstehen zu lassen. Das geht nicht hier und da ohne eine Träne, aber am Ende sind wir Menschen nicht so dumm, wie man manchmal glauben mag. Und es kommt trotzdem immer ein besseres Niveau raus, was gesellschaftlich dann Fortschritt bedeutet. Deswegen kann ich Sie nur einladen, bleiben Sie mutig, bleiben Sie neugierig und ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit.